Hallo ihr Lieben, erstmal herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsvlog. Wir feiern dieses Jahr das erste Mal Weihnachten nicht mit unseren Familien, sondern in der WG. Wir sind super gespannt, wie das wird. Wir freuen uns natürlich irgendwie, weil es mal was ganz anderes ist. Aber wir sind natürlich auch ein bisschen traurig, dass wir halt dieses Jahr die Familie gar nicht sehen. Aber wir werden das auf jeden Fall nachholen. Wir sind schon seit 7:30, glaube ich, wach und sind am Vorbereiten. Wir haben noch schon mal das Weihnachtsmenü für die Hunde vorbereitet. Die Verena hat schon gekocht, weil die auch noch einen Salat machen will und Piroggen. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Und wir haben auch schon gemütlich gefrühstückt und werden jetzt gleich noch eine Runde mit den Hunden laufen. Das sind nicht meine, sondern die von meiner Mitbewohnerin. Sie muss aber schon mal los und dann werden wir nachher einen Weihnachtsbaum abholen. Die Verena wohnt nämlich neben einem Pferdehof quasi und die bekommen jedes Jahr einen riesengroßen Anhänger voller übriger Bio-Weihnachtsbäume, die dann halt die Pferde essen können. Die essen das wohl ganz gerne und sowas wird auch gerne irgendwie an Zoos und so gespendet, weil die Elefanten das wohl auch gerne essen, total witzig. Und wir dürfen uns da halt noch ein, zwei abholen und noch quasi retten, bevor das dann halt die Tiere kriegen, was ganz cool ist, sonst hätten wir, glaube ich, dieses Jahr gar keinen gehabt. Und ja, dann vielleicht noch so die letzten Geschenke verpacken und den Baum schmücken. Und dann bin ich mal gespannt, wie das heute Abend wird mit dem Weihnachtsfest. So ihr Lieben, wir sind wieder zurück. Wir haben einen echt schönen Baum gefunden. Das habt ihr ja gerade schon gesehen. Wir haben aber auch wahnsinnig lang gebraucht. Und wir müssen den Baum ja jetzt noch schmücken. Die anderen sind gerade noch unten und sägen den so ein bisschen unten ab, damit er in den Baumständer passt und auch dann das Wasser aufnehmen kann. Deswegen habe ich gerade noch einen Moment. Ich habe den ganzen Baumschmuck, den ich halt von meiner Oma noch habe, schon mal in die Küche geräumt und da schon mal Platz gemacht. Und jetzt geht es mir gerade nicht so gut einerseits, weil es halt alles ein bisschen stressig war, weil wir echt lang gebraucht haben. Wir haben dann noch der Mama von dem Mitbewohner von uns einen Weihnachtsbaum vorbeigebracht, weil die auch noch keinen hatte und da waren ja noch so viele. Und das war halt so eine Überraschung und sie stand noch unter der Dusche und das hat dann alles noch ein bisschen gedauert.
Und ja, jetzt habe ich gerade so ein bisschen so eine innere Unruhe, aber eigentlich ist ja jetzt nicht mehr so viel zu tun, außer den Baum zu schmücken, weil das Essen ist ja eigentlich großteils schon fertig. Aber ich habe auch so einen Anflug von Kopfweh, weil ich glaube, ich heute über den Tag echt viel zu wenig getrunken habe. Das werde ich gleich noch nachholen. Aber das sind dann so Momente, da würde ich dann einfach mal ein CBD-Öl nehmen. Und ich habe in letzter Zeit Neues getestet, was ich euch jetzt gleich mal zeigen möchte. CBD ist ein Bestandteil von der Pflanze Hanf, hat aber nichts mit THC zu tun. Also es ist nicht psychoaktiv, man wird davon nicht high. Aber es dockt halt in einem Teil von unserem Nervensystem an und kann das Ganze einfach so ein bisschen ausgleichen. CBD-Öl wird ganz oft genommen, zum Beispiel bei Schmerzen, bei Menstruationsbeschwerden, bei innerer Unruhe, bei Schlafstörungen. Und viele Leute berichten eben, dass es sehr wirksam ist. Und ich nehme es zum Beispiel auch sehr gern, wenn ich eben so ein bisschen Kopfweh habe, wenn ich Menstruationsbeschwerden habe oder wenn ich am nächsten Tag irgendwie einen wichtigen Termin habe und das Gefühl habe, ich komme nicht so richtig zur Ruhe heute, ich kann nicht so gut einschlafen. Und mir hilft es dann einfach wahnsinnig gut. Ich zeige euch das gerade mal, was ich in letzter Zeit genommen habe. Und zwar ist das von Purify. Das ist quasi die Verbindung aus Pure for You. Das Bio-Hanföl, was ich auch sehr cool finde, eben, dass es biozertifiziert ist. Und ich habe auch extra mal die Verpackung aufgehoben, weil die mega schön ist und aus Graspapier besteht. Wird auch mit DHL Go Green geliefert, also auch klimaneutral. Die beiden geben sich wirklich wahnsinnig Mühe, da auch in Sachen Nachhaltigkeit richtig gute Schritte zu gehen und Entscheidungen zu treffen. Sie arbeiten auch mit einem deutschen Unternehmen zusammen, was Bäume pflanzt, also wirklich richtig cool. Und das Öl ist eben wahnsinnig hochwertig. Alle Produktionsteile sind im Bereich Dach, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Das Hanf wird in einem kleinen Familienbetrieb angebaut und ja, mir ist die Marke einfach richtig sympathisch. Und ich zeige euch jetzt einfach gerade mal, wie das angewendet wird. 5 Tropfen täglich steht da auch extra nochmal drauf. Und das werde ich jetzt euch einfach mal vormachen. Man tropft es nämlich so ein bisschen unter die Zunge, lässt es dann so 60 Sekunden da drunter, weil dann wird es richtig gut über die Mundschleimhaut aufgenommen. Und ja, dann kann man den Rest, der da noch übrig ist, runterschlucken. Das Ganze ist ja auch mit so einer praktischen Pipette. So, 60 Sekunden sind um. Es schmeckt tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Es ist so ein bisschen grüner Tee. Und wenn man es geschluckt hat, hat es nochmal so eine herbe Note irgendwie. Aber eigentlich ganz angenehm. Und ja, ich habe das jetzt halt so ein bisschen genommen, damit sich diese Kopfschmerzen nicht verfestigen, damit ich jetzt noch einen schönen, entspannten Abend hoffentlich habe. Ihr könnt auf jeden Fall sehr gern, wenn euch das Thema CBD interessiert, mal bei Purify vorbeischauen. Es gibt auch auf deren Website eine super ausführliche Erklärung, wie das denn überhaupt wirkt und wo das CBD so andockt, wie es gewonnen wird und so weiter. Also wirklich sehr interessant. Ich habe da vorhin auch noch mal ein bisschen gestöbert. Und es gibt auch einen 20% Rabattcode, den werde ich euch hier nochmal einblenden. Der gilt aber auch noch bis in den Januar hinein. Also ihr könnt euch mit der Kaufentscheidung, wenn ihr denn wollt, auch noch ein bisschen Zeit lassen. Und ja, dann würde ich sagen, ich schaue jetzt mal, wie es mit dem Baum aussieht.
sagen, ihr Lieben. Es war gestern ein mega witziges, spannendes Weihnachten, wie ich es noch nie hatte. Aber wir waren auch einfach mega K.O. nach dieser Baumholaktion. Also wir sind ja auch voll früh aufgestanden, um halt noch alles fertig zu machen. Ja, also echt Hut ab vor allen Mamas, Papas, Omas und Opas, die sonst das Weihnachtsfest so schmeißen und alles organisieren. Normalerweise setzt man sich als Kind und als Enkelkind ja immer so an einen gemachten Tisch und macht eigentlich nicht mehr viel. Ja, deswegen kennt man das irgendwie so gar nicht, was das eigentlich für ein Stress ist. Das Ganze eingekauft wird, das Baum holen und bla bla. Hat auch mega Spaß gemacht, aber war halt auch sehr, sehr zeitintensiv. Und wir sind dann alle gegen 9:30 oder so ins Bett gefallen. Und wir wollten uns ja auch eigentlich schick machen und Bescherung machen. Das haben wir jetzt auf heute verschoben. Und heute gibt es ja auch dann nochmal das richtige Weihnachtsessen. Also gestern haben wir ja so ganz klassisch Kartoffelsalat und Würstchen gemacht, natürlich vegan. Und heute gibt es dann Gulasch und Klöße und Rotkohl. Da fange ich jetzt gleich noch ein bisschen mit den Vorbereitungen an, dass das Gulasch schon mal durchziehen kann. Und ansonsten haben wir aber heute nicht mehr viel zu tun. Und das wird dann eher so ein bisschen wie richtig Weihnachten, so entspannen und chillen. Und wir wollen heute auch eine Feuerzangenbowle machen. Genau. Und deswegen dachte ich, nehme euch heute auch noch mal so ein bisschen mit, weil gestern war ja eher noch so ein bisschen Stress und Besorgungen und heute ist dann vielleicht eher ein bisschen entspannter. Heute noch einen Stollen backen. Ich habe noch nie einen Stollen gebacken. Ich werde euch auch auf jeden Fall das Rezept unten verlinken. Ich hoffe, es wird gut, aber es ist ein Rezept von Utopia und bis jetzt sind eigentlich immer alle Rezepte von denen richtig gut geworden. Von daher bin ich sehr optimistisch. Ich dachte aber, ich gebe euch mal noch so ein paar Nachhaltigkeits-Backtipps quasi. Ich hatte vor kurzem ein paar davon schon mal bei Instagram geteilt, aber ich weiß ja, dass mir nicht alle, die hier meine Videos gucken, mir auch bei Instagram folgen. Deswegen dachte ich natürlich, ihr dürft die Tipps auch haben. Und zwar der erste ist, dass man Puderzucker ganz einfach selber machen kann. Das mache ich jetzt seit 2-3 Jahren. Alles, was man halt braucht, ist ein guter Mixer. Und dann kann man einfach ganz normalen Rohrzucker zum Beispiel in den Mixer packen und das einmal pürieren und dann wird das ein richtig guter Staubzucker. Ich mache seit mindestens 2 Jahren jetzt das schon selber und habe auch die Vanillekipferl immer damit bestäubt und das hat super gehalten, also überhaupt gar keine Nachteile zu gekauftem Puderzucker und es ist natürlich viel günstiger. Und dann, wenn ihr einen Unverpacktladen in der Nähe habt, dann kann man halt sowas wie Orangea, Zitronat super da kaufen. Der Vorteil ist natürlich auch noch, dass man das direkt abwiegen kann und nur das kaufen kann, was man halt braucht, dann hat man nichts über. Das war nämlich so ein bisschen mein Problem mit dem Marzipan, das gab es leider im Unverpacktladen nicht und ich habe Lebkuchen gebacken vor ein paar Wochen und hatte dann halt noch die Hälfte übrig und das ist jetzt aber zum Glück perfekt, weil es genau die Menge ist, die ich auch für den Stollen brauche und normalerweise kaufe ich auch die Nüsse im Unverpacktladen und mahle die dann auch selber. Ich habe aber gerade im Schrank noch gemahlene Haselnüsse gefunden. Eigentlich sollen da gemahlene Mandeln rein, aber ich mache das jetzt einfach mal mit Haselnüssen. Finde ich auch sehr lecker. Genau, und noch zu Vanillezucker. Ich habe zwar jetzt auch noch ein Päckchen hier gefunden. Ich glaube, das hatte mein Freund mal gekauft. Das werde ich jetzt mal aufbrauchen. Aber normalerweise nehme ich einfach Zucker. Und ich habe mir hier mal so ein kleines Päckchen, so ein kleines Gläschen Bourbon-Vanille im Bioladen gekauft. Das kostet zwar 15, 16 Euro, aber das reicht wirklich ewig, weil man ja echt immer nur so eine Messerspitze oder so braucht. Oder mal, keine Ahnung, so eine Teelöffelspitze. Und dadurch reicht es ewig und man muss halt nicht immer diese Tütchen hier kaufen. Das gleiche übrigens auch mit Gewürzen. Ich habe auch das Lebkuchengewürz und hier ist zum Beispiel so gemahlener Ingwer. Davon braucht man ja nur ganz wenig, deswegen kaufe ich das dann auch einfach in diesen kleinen Mengen.
und habe dann nicht ewig diese Gewürze halt angebrochen im Schrank stehen. Aber geht natürlich nur, wenn man irgendwo in der Nähe einen Unverpacktladen hat. Vielleicht kommt ihr ja mal an einem vorbei, denn dann könnt ihr ja einfach mal euch mit so ein paar Sachen eindecken. Das reicht dann auch eine ganze Weile. Und ich wollte euch noch eine Margarine empfehlen. Die nehmen wir jetzt bestimmt so seit einem halben, dreiviertel Jahr. Habe ich irgendwann im Teegut entdeckt. Wir haben vorher immer so diese Alsan Bio, diese Orangene gekauft. Aber da ist ja Palmöl drin. Es ist zwar Bio-Palmöl, aber ich würde halt trotzdem lieber darauf verzichten. Und bei der hier ist Shea-Butter drin und halt Raps und solche Öle, also ohne Palmöl. Und die schmeckt auch richtig lecker und sie geht auch super zum Backen. Von daher nehme ich die heute auch für meinen Stollen. Eins hätte ich fast vergessen, und zwar Hafermilch gibt es mittlerweile in mehreren Geschäften sogar in der Pfandglasflasche. Das ist meine liebste von V-Like. Es gibt auch welche von Völkel, da gibt es jetzt sogar mehrere Varianten, auch eine Barista-Variante und ich glaube auch eine mit Calcium, wenn ich mich nicht täusche. Mir schmeckt die von Völkel aber nicht ganz so gut wie die hier. Man kann natürlich auch selber machen, aber meine selbstgemachte schmeckt mir leider auch nicht. Ich habe schon viele Rezepte probiert, bin dann kurzzeitig dazu übergegangen, Mandelmilch selber zu machen. Mandeln sind ja aber eigentlich auch nicht so ideal vom CO2 und vom Wasserabdruck. Deswegen bin ich wieder bei Hafermilch gelandet, aber die ist wirklich richtig gut. Die gibt es teilweise bei Dance, bei Edeka, im Rewe. Also einfach mal die Augen offen halten. Ich kaufe die meistens entweder bei Edeka oder im Rewe Center und ja, ich liebe die. Die ist wirklich sehr, sehr lecker. Und ja, dann rühre ich hier mal den Teig zusammen und zeige euch dann gleich mal, wie das aussieht. Der Stollen schmeckt tatsächlich sehr gut. Die Kruste ist ein bisschen knuspriger geworden, als ich das jetzt von Stollen kenne. Aber ich denke, der muss vielleicht auch einfach noch ein bisschen durchziehen. Wir werden uns jetzt alle noch ein bisschen schick machen und dann heute unser richtiges Weihnachten feiern. Das Ganze dann auch eher ohne Kamera im gemütlichen Kreis. Ich werde euch aber auf jeden Fall noch unser Essen zeigen, wie das Gulasch denn geworden ist. Und ansonsten hoffe ich, euch hat dieser kleine Weihnachtsvlog gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Macht's gut. Ach ja, und das ist ja auch das letzte Video für dieses Jahr. Das heißt, kommt gut ins neue Jahr, passt gut auf euch auf. Und wir sehen uns dann im ersten Video am 3.1. wieder. Bis dahin. Tschüss.